fantastisch. Irgendetwas stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock. Und mittlerweile ist es auch eine neue Aufnahme. Oh, wir haben die dicke Gatling-Gun noch dabei. Ja, es sind 2-3 Tage vergangen. Und jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber was heißt reinkommen? Also so viele Tage sind jetzt auch nicht vergangen. Vielleicht 2 oder so. In der letzten Folge haben wir Lady Comstock, oder besser gesagt, das, was von ihr noch übrig ist. Sie ist ja angeblich tot, aber irgendwie auch nicht. Also scheint so eine Art Geist zu sein, der zwischen den Welten festhängt. Und ja, wir haben uns in der letzten Folge so ein bisschen mit ihr geprügelt. Das war auch der härteste Kampf bisher. Muss ich halt einfach mal so sagen. So, warte mal, steht das hier die ganze Zeit schon? Ne, das ist zwar von der Leiche. Ja, steht die ganze Zeit schon. Also hier waren überall Sachen versteckt, damit man hier in der Zwischenzeit nochmal Gesundheit auftanken. Hier kommt man auch irgendwie rein, oder? Kann man das aufsprengen? Also wir sollten es zumindest mal versuchen, würde ich mal so behaupten. Oha. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, es muss also hier irgendwo ein... Achso. Ja, weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall ein Päckchen drin, also kommt man hier irgendwie rein. Muss man hier an den Fackeln ziehen? Irgendwie was? Vorne geht's auch nicht weiter. Das würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren. Oder hätte der Geist das irgendwie aufmachen müssen? Oder kommt man hier mit einem Enterhaken hoch? Und nimm den Revolver. So. Suchen. Suche in Lucis Labor nach den Rissen. Okay. Ach so. Hm. Okay, anscheinend kommt man hier nur durch einen Riss rein, der im Labor ist. Ah, macht nichts. Dann kommen wir halt später wieder, wenn wir dann den Riss gefunden haben. Oha. Dann haben wir die Gatling Gun hergeholt. Okay, dann würde ich sagen, dann legen wir mal wieder los, oder? Ich hatte halt nur gehofft, dass wir noch ein bisschen mehr Gesundheitskits finden. Aber da scheinen jetzt gerade im Moment keine zur Verfügung zu stehen. Deswegen hoffe ich mal, wir finden hier auf den Straßen was. So, es geht nur hier vorne weiter. Ich glaube, an der Stelle hier haben wir letztes Mal auch Schluss gemacht. Jetzt haben wir 2 Richtungen, in die wir laufen können. Das sieht auch schon krass aus, wie das so in sich zusammengebrochen hier so hängt. Halb abgesunken, aber trotzdem noch am Fliegen. Gut, es geht einmal eine Spur hier hoch. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Müssen wir hier durch? Nee. Hier unten lang, okay. Oh, Vorsicht. Nehmen wir mal mit. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das ist keine so eine gute Idee, wenn wir die Leiche, die dort an dem Stromkabel festhängt, plündern. Weil normalerweise kriegt man dann ja auch einen gezogen. Vor allen Dingen, weil es so nass war in dem Bereich. So. Oh, man hört sich schon flüstern. Da hinten sehe ich auch einen Riss. Los! In Ordnung! Guck mal, öffnen.
Aber ich möchte mich trotzdem hier nochmal schnell umgucken. Was ist das hier? Oh, okay. Ein Scharfschützen, also Munition für ein Scharfschützengewehr. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Kann man vielleicht was mit anfangen? Kann man vielleicht was mit anfangen? So. Ich hoffe nicht, dass wir dagegen nochmal gegen Lady Comstock kämpfen müssen. Also die ist mir doch dann ein bisschen zu krass, muss ich sagen. Hier liegt noch ein Lockpick rum. Mehr Geld. Ja, dann her damit. Gut, hier, dann nicht. Für die Kasse. Okay. Verkaufsautomat. Nehmen wir den mal einmal mit, würde ich mal so behaupten. Und weil es so schön ist, brauchen wir noch ein bisschen was für unsere... Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes für eine Waffe haben werden. Deswegen würde ich mal sagen, bereiten wir uns mal so ein kleines bisschen drauf vor. Den Revolver, den gibt es häufig mal. Karabiner, Repetierer. Gut, dann haben wir auf jeden Fall erstmal alles aufgeladen. Wir sind erstmal wieder fit. Ja, das ist doch ein Traum, heute die Produkte von morgen schon zu testen. So, Salz haben wir ja auch voll. Hier müssen wir uns ein bisschen umgucken. Hier wäre das nämlich eigentlich ganz cool, Sachen zu verstecken. Weil hier so wie Gelumpe rumliegt. Da stehen Leute, okay, da wird also ein Kampf kommen. Wir sind jetzt ja die erklärten Erzfeinde von der Rebellion geworden. Gehen erstmal hier hinten lang und hoffen, die sehen uns nicht. Marktdistrikt, okay. Na, wie es aussieht, müssen wir dort rein. Dann können wir hier auch mal unsere Gatling-Gun leer schießen. Komm raus, damit ich dich sehe. So. Oh, warte mal. Ich wollte nicht die Pumpgun tauschen. Ich wollte den Gatling Gun wegmachen. So. Gut. Hier gehen auch die Fußspuren rein. Dann gucken wir da gleich mal rein, was dort so los ist. Juckt. Okay. Den auch nochmal schon fleißig plündern. So. Kannst du dir das mal ansehen? Sieht kinderleicht aus. Kannst du dir das mal ansehen, Elisabeth? Was ist das denn hier? Fertig. Wer hat denn eine Ananas in seinem Briefkasten? Okay. Schauen wir mal rein hier. Hier haben wir Salze. Bei Salze können wir sowieso mal einmal schauen, ob wir dann nicht vielleicht... Schock-Jockey... Ich glaube, das hier werden wir als nächstes brauchen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier wieder irgendwelche Automaten rumstehen. Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre ein Schalter drin. Gut. Ah, hier ist eine Tür. Gut, ist mir gar nicht aufgefallen. Vorsichtig. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Sind das dieselben Kabel wie in der, auf Monument Island, oder? So. Da gehen doch auch wieder seltsame Experimente vor sich. Oh. Hier haben wir Schalter. Gut, dort ist ein Riss. Ein Riss, den wir öffnen müssen. Ein Riss. Da ist etwas drin. Ich möchte mich erstmal umschauen. Ja, eine Sekunde, Elisabeth. Ich möchte mich erstmal einmal umschauen. Comstock ist anscheinend durch bloßen Kontakt mit unserer Vorrichtung steril geworden. Theorie. Fortpflanzung kann die Merkmale eines Elternteils abschwächen. Und dies gilt auch für den Effekt vieler Realitäten auf die unsere.
Merkmale schwächen sich ab, bis sie nicht mehr wahrnehmbar sind oder nicht mehr vorhanden. Okay. Na gut, Elizabeth, dann würde ich mal sagen... Das ist meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutèce? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Steril? Die sind nicht meine Eltern. Was? Was warst du dann für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Okay, stimmt. Das ist mir gerade im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Wie hast du das vorhin gemeint? Lady Comstock gehört nicht hierher. Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von... Ich weiß nicht. Ist mir gerade auf jeden Fall im ersten Moment gar nicht aufgefallen, aber wenn der... Oh, hier. Only one. Obstacle. His office. New York City. Okay. Ist das unser Auftrag schon quasi? Also mein Büro. Das Büro vom Booker. Und dann der Weg, wo man hin muss. Um nach Columbia zu kommen. Naja, auf jeden Fall ist mir das gar nicht aufgefallen, dass ja gerade gesagt wurde, dass der Comstock impotent geworden ist, dadurch, dass er halt diese Risse geöffnet hat und diese Kräfte genutzt hat. Und also kann dementsprechend Elizabeth ja gar nicht das Kind der beiden sein. Das ist interessant, aber dann fragt sich natürlich, wo kommt sie her? Ist sie aus einer Parallelwelt? Aber ich glaube, in dem Audiolog wurde auch gesagt, dass das nicht nur für unsere Welt gilt, sondern auch für alle Parallelwelten. Also wäre es ja im Prinzip allgemeingültig. Was auch komisch ist. Warum ausgerechnet das? Und wenn jemand stirbt, der lebt dann in der Parallelwelt noch weiter. Also das ist schon ein bisschen seltsam. Oh, hier können wir noch ein bisschen upgraden. Dann nehmen wir diesmal unser Schild. Würde ich sagen. So. Okay, dann haben wir noch einen Audiolog. Lady Comstock scheint das Kind für die Folge eines fleischlichen Fehltritts zwischen mir und ihrem geliebten Propheten zu halten. Ich habe der Ärmsten die Wahrheit gesagt. Das Kind ist das Produkt unserer kleinen Vorrichtung. Sie fand diese Erklärung allerdings unglaubhafter als ihre paranoiden Wahnvorstellungen. Okay. Ich muss das Mikro ein bisschen ausrichten. Okay, das Kind ist also von der Vorrichtung erstellt worden. Also ganz schlau werde ich daraus noch nicht. So. Warum sind hier so viele Haken für die paar Gegner? Hier liegen noch ein paar Silver Eagle rum. Hier ist etwas Geld. Danke. Na? Ach, hier geht's auch noch weiter. Ach so, das ist eine Pistole und Munition dazu. Die braucht man wohl anscheinend als Ladenbesitzer in diesen Tagen. War das gerade ein Lockpick? Ich habe nicht drauf geachtet, sah aber so aus, ne? Gut. Dann gehen wir mal einmal hier hoch. Das Doofe an den Fußspuren ist, man sieht die zwar in eine Richtung weglaufen, aber man kann sie danach nicht mehr sehen. Das ist ein bisschen doof. Ging hier vorne nicht auch was hin? Ich möchte halt nur nicht wieder zurücklaufen und dann wieder hierher rennen müssen. Au. Okay. Scheint hier gar nicht richtig zu existieren, die gute Dame. Das ist voll.
Okay, dann haben wir das ist ja eigentlich im Prinzip auch alles voll. Mehr Geld! Und noch mehr Kohle. Einwandfrei. Was ist denn das hier? Ladungshilfe. Macht beim Angriff kurzzeitig unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Das ist doch eigentlich ganz cool. Das können wir uns nicht leisten. Ah, ärgerlich. Ladung freigeschaltet. Das müssen wir wahrscheinlich auch zuerst machen. Fanboost, Bronco Boost. Verbilligter Versand. Erhöht die Schilddauer und verringert die Salzkosten. Na gut, nehmen wir das auch nochmal mit. So. Press to lunge at enemies, delivering a tornado blow. Tornado Hold blow. And release to build up a more devastating tornado blow. Ich werde mal einmal gucken, ob ich die Ecke hier vom Bildschirm, diese hier praktisch ein bisschen besser ausgeleuchtet bekomme. In manchen Situationen. So. Elektrizität. Und Funken in Flaschen. Zeus sieht es voll so. Gut. Ja, Elisabeth, wir gehen ja schon. Elisabeth. So. Was Silver Eagle. War viele Silver Eagle. Hätten wir uns das vielleicht doch noch fast leisten können, oder? Okay, gehen wir mal auf den Marktplatz. Hold to absorb damage and release to throw it back. Okay. Hold and release to create an explosive trap. Der Schild war gemeint. Okay. Okay, dann haben wir jetzt so ein Schild. Ach so. Okay. Kann man machen. Hier, gut aufheben. Das mit dem Schild ist ganz geil. Ich muss nur dran denken, dass ich es auch einsetze. Und jetzt gerade habe ich gedacht, es ist besser, den Chok-Chok hier schon auszurüsten. Weil hier vorne ja schon mal ein bisschen Wasser rumdümpelt. So. Noch ein bisschen her mit den Kugeln. Und dann schauen wir hier vorne mal. Kommen wir hier rein. Nö. Okay. Okay. Den haben wir da einfach runtergeschleudert. Das ist ja auch mal krass. Aber trotzdem war der Auftritt nicht so gut. Ich hätte viel schneller auf den auf diesen Neptun-Kram schalten müssen. Okay, aber zuerst schauen wir mal hier oben rein. Da gibt's wieder ein Upgrade. Oh. Kriegst du das geknackt? Kein Problem.
Erledigt. Sehr gut. Mache ich jetzt mal einen Salzeboost, weil ganz ehrlich, wir brauchen die ja doch ab und zu. Einen ganzen Sack voll Kohle. Noch ein paar Silver Eagle. Das sieht schon krass aus, ey. Die Stadt, die ist komplett zerstört. Guckt euch das an, ey. Wahnsinn. Komplett zerschossen. Was ist das? Ich sehe da drüben ein Lockpick. Danke, Elisabeth. Da liegt ja auch noch ein Lockpick rum, damit man auf jeden Fall reinkommt. Diese Banner. Scheint, die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt. Ja, sehr passend. Die Vox Populi. So. Gut, Kaffee macht nur Salze. In diesen Zeiten kann man auch mal aus Mülltonnen essen, würde ich sagen. Salze voll, da kommen wir nicht rein. Kommen wahrscheinlich auch nicht rein, nein. Okay. Founders will bleed. Ja, das haben die jetzt ja schon ausreichend gemacht. Hier geht's runter. Ja, Elisabeth, wir sind gleich wieder verschwunden. Hier geht's alternativ rein, oder was? Mal sehen, was ich tun kann. Da sind auf jeden Fall die Fußabdrücke. Aber ich guck gleich trotzdem mal da vorne rein. Wasserlache, okay. Das ist die Stelle. Genau, da ist das Luftschiff auch. Boah, guckt euch das an. Das ist doch irgendwie nicht normal mit dem Rauch dort oben. Das ist die Stelle, wo wir gegen den Mr. Handy oder gegen den Handyman gekämpft haben. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da kommt gleich wahrscheinlich wieder ein Handyman-Kampf oder was ähnliches. Hier ist etwas Geld. Ja. Okay. Ja, zuerst möchte ich mal gucken, was hier unten so abgeht. Oh, jede Menge Lockpicks. Du musst ein Schloss knacken. Ich probier's mal. Scheiße, ich hab nicht drauf geachtet, wie viele Lockpicks man braucht. Okay, drei. Kohle? Was ist das denn hier? Ein Codebuch. Wo wohl die Chiffre ist? Finde den Voxcode. Ist das das? Aber das haben wir doch schon gemacht. Aber gut, vielleicht wird das später nochmal wichtig. So, liebe Leute. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt mal eine kleine Aufnahmepause, also Folgenpause. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was uns hier in dieser Arena erwartet. Den können wir auch direkt dann rufen. Also, bis übermorgen. Ciao.